What's up, Leute? Wir sind's wieder, ich, der Roderick von den Heroes of Gaming und der Analmünze, Ananasmünze, Levin und hallo. Der Sean joint gleich nach, der ist glaube ich gerade essen. Genau, der ist gerade was machen. Ich habe so. Gar keine Sachen mehr, fällt mir gerade auf. Ja, irgendwo musst du die ja verloren haben, weißt du noch, wo du runtergefallen bist? Oder ja, wo du gestorben bist? Worden. Bist du dir sicher? Ja. Weil die ganze oder Zeit. War... Habt ihr auch gehoben. Nee, es war die ganze Zeit keiner am Server. Die können eigentlich nicht despawned sein. Nein, ich meine jetzt, ich hatte euch doch da runtergeschickt, um die aufzusammeln. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Wir waren gerade auf dem Weg nach unten. Nee, du musst mal selber gucken, ich weiß ja nicht, wo das ist. Wenn ja, aber die ganze Zeit. Nachgeguckt. Ich hab da schon nachgeguckt, die despawned. Weil war ja die ganze Zeit keiner am Server, deswegen eigentlich dürften die nicht despawned sein. Ja, ist jetzt auch scheißegal. Mach ich mir eben noch aus meinem Holz ein paar Stiggies und dann mache ich mir gerade mal Grundausrüstung. Ihr habt mir ja ein bisschen Essen vorbeigebracht. Ja, habe ich getan. Alter Schwede. Kann das sein, dass der Server weiterläuft? Wie? Wenn man auch nicht auf dem Server ist. Eigentlich sollte er das nicht tun, kann aber sein. Warum? Weil alle, die meine Bäume, die ich angepflanzt habe, sind auf einmal alle jetzt fertig gewachsen. Mein ganzer Berg ist voller Bäume. Ist doch geil. Ja, die muss ich jetzt erstmal abbauen. Ja, ich habe hier dieses Holz ganz viel angebaut, damit ich meinen Akazie. Turm weiterbauen kann. Ja. Ja, das wollte ich eigentlich auch noch nachgeguckt haben, ob es hier irgendwie so was Timbermann-artiges schon gibt. Wobei wahrscheinlich noch lange kein Bucket-Server für 1.8 rauskommt. So, ich suche jetzt erstmal eine Höhle. Ich wollte meinen gehen. Meine Güte, du. Die sind aber groß geworden. Mit. Obwohl der sehr verführerisch ist. Okay, da ist... Du hast doch jetzt eigentlich meinen Skin schon einen neuen gesehen, oder? Ja, ich war ja tot. Du standst ja da rum. Der Klassiker. Das stimmt, ja. Enderboy. Enderboy. Aber geil, oder? Hm. Richtiger Standard-Ding. Ja. Das ist ja hier ein Klassiker. Ja, richtig dabei, Klassiker. So, was mache ich mir? Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Ei. Och, das wird auf jeden Fall eine der Sachen sein, die ich wieder machen werde. Eine Hühnerfarm. Wieder eine runterholen. Und zwar werde ich mir nicht mehr so eine komplizierte machen, sondern die Debitor in seiner Season 3 oder Season 2. Ich weiß gar nicht, ob 2 oder 3. Eigentlich müsste es 3 gewesen sein. In seiner Season 3 hatte. Und zwar, Jetzt hab ich zu wenig Stickies, Alter. Dass man quasi einfach nur einen Trichter auf eine Truhe stellt und da dann ein paar Hühner drauf kloppt und dann quasi so das mehrfach nebeneinander wiederholt. Ich wollte eigentlich nur einen Zeppling. Oh, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte mir noch ein Schwert machen. Und ich weiß nicht, ob die Musik jetzt zu laut ist, aber... Oh nee. Dann ist halt nur diese Folge zu laut. Moin Moin, mein Schwert ist weg. Nein. Wir haben jetzt 8 Eier, also theoretisch müssten wir einen Huhn da rausbekommen, wenn man jetzt dem Minecraft-Wiki glaubt, dass ein Wunderhuhn in jedem 8. Ü-Ei steckt. Boah, ich glaube, ich muss. Also ich hoffe auf Redstone, auf Lapis und auf Gold. Und Dias natürlich. So, du willst ja verzaubern, ne? Ich will das verzaubern und ich will gucken, dass ich die Farm, automatische Farm mit dem Villager irgendwie in Betrieb nehmen kann. Ich muss nur dann halt mal wieder das Village wiederfinden. Auf jeden Fall müssen wir das mit dem Diamanten so machen, dass wir erstmal dann Sensibilität oder ist das so? Heißt das so? Man die ganzen Blöcken erbauen kann. Sensibilität? Was meinst du? Meinst dass du Glück man, oder meinst du, Nee, nicht Glück. Sondern, dass man den ganzen Block abbauen kann, ohne den zu zerstören. Achso, nicht Haltbarkeit, sondern Behutsamkeit. Ja, genau, Behutsamkeit und dann nachher mit Diamanten dann eine Spitzhacke irgendwie hoch mit Leveln machen. Weißt du, mit Luck, Glück. Ja. Luck. Das ist am klügsten. Das stimmt wohl.
Mal gucken, ich hätte schon Bock also auf ein Fuck! Mod für Rucksäcke. Warum sammle ich eigentlich Holz? Ich wollte echt nur scheiß Säpplinge haben. Ich habe jetzt 3 Eichen und 2 Birkensetzlinge. Warum gut. Komm ich denn jetzt an dem Scheiße hier nicht dran? Nehmen wir auch noch ein paar Sonnenblümchen mit, weil die gerade hier so rumstehen. Ich hasse das, wenn die Bäume so wachsen, dass genau noch einer fehlt und ich einen immer hochbauen muss. Das war schon immer ätzend. So, ich nehme einfach ein paar Sonnenblümchen mit. Weil die so und hier oben? Sind. Hier oben auf dem Berg wachsen die irgendwie ganz komisch. Die wachsen so mega hoch, wo das so eben so, weißt du, eigentlich sind die ja klein, die Bäume. Relativ, ne? Also ich weiß auch, zumindest früher, also bei der älteren Version, kenne ich einen Trick, womit man halt auch Eichenbäume quasi dazu bringen kann, fast immer zu diesen riesigen Eichenbäumen zu werden. Auf jeden Fall hier sind die so mega groß. Blümchen für die Welt. Ohne Witz, wie viele Sonnenblumen hier sind. Gibt's jetzt Sonnenblumen? Ja, schon seit der 1.7. Ach, es gäbe immer nur eine Sorte Blumen. Ne, gar nicht, es gibt mehrere Sorten Blumen, aber die... Es gab immer nur Rot und Gelb früher. Ja, genau. Und jetzt gibt's Sonnenblumen und große violette Blumen und... Nein. Hast du mich gesehen? Das wusste ich noch nicht. Ja, du hast doch irgendwie ziemlich lange kein Minecraft mehr gespielt, kann das sein? Hab ich wirklich nicht mehr lange. Also, hab ich wirklich lange nicht mehr gemacht. Ich hab natürlich jetzt keine Pfeile. Und mein Inventar schon fast voll. Ich glaube, ich hab immer noch... Das letzte, wo ich das gespielt habe, war in der 1.7.4 oder 5. Und da kennst du die Blumen noch nicht? Ne. Also ich hab nicht viel Minecraft gespielt, das eben, ich habe in der Welt gehabt, wo ich dann nur ganz kurz so gespielt hatte, aber dann hatte ich auch wieder aufgehört. Meine Fresse, immer diese Mobs hier. Weißt du, in der Welt war ich noch ganz am Anfang, da hatte ich glaube ich noch nur Holzsachen noch. Da hatte ich schon keinen Bock mehr irgendwie. Ja, alleine ist auch irgendwie doof. Genau, das war das Problem. Ich so, ja, jetzt hast du richtig Bock. Ich starte das Spiel so und nach ein paar Sekunden so, oh, ist hier lang weg. Hallo Mr. Creeperman. Warum ist die Banane krumm? Kann ich dir genau sagen. Warum? Willst du es wirklich wissen? Ja. Weil die quasi, wenn du dir vorstellst, die Banane ist ja sozusagen eine Frucht. Ne? Hm? Und wenn die anfängt zu... Ja. Ja, dann macht irgendwie die auf Hardcore. Dann, lol, Skelettbug durch den Boden. Dann wächst die eigentlich erst nach unten, wie jede normale Frucht, wie eine Kokosnuss. Sind von oben durchgefallen. Alter, wie hier nur Mobs sind. Dann wächst sie wie jede andere Frucht, zum Beispiel wie eine Kokosnuss, von oben nach unten. Ja. Aber die Frucht, weil die ja ziemlich lang ist, möchte auch natürlich auch ans Licht, wie jede Pflanze, ne? Deswegen fängt die an, sich nach außen hin zu biegen. So wie dein Schwanz. Um ans Licht ranzukommen. Also kann man sagen, die Banane ist krumm, weil die zum Licht hinwächst. Ich dachte, weil du nicht in den Urwald gezogen bist und die Banane gerade gebogen hast. Nee, das sagen nur Eltern, die genervt sind von ihren Kindern. Okay. Ich wollte eigentlich ein bisschen meinen gehen, jetzt muss ich hier mehr mit dem Schwert rumlaufen als mit allem anderen. Und ich sehe auch irgendwie nur Kohle. Ein bisschen Eisen jetzt. Mir. Und wie sieht das jetzt richtig abwechslungsreich aus mit den neuen Steinen? Gefällt mir. Ja? Ja. Also auch Höhlen und so. Das ist oh, ich bin zu behindern, weißt du das? Ja. Komm hier, ich will eine Axt bauen, bauen wir eine Spitzhacke. Alter, die Bäume wachsen, weißt du, ich
muss mir eine neue Axt machen, geh rein, geh raus und die Bäume sind wieder da. Ist doch geil. Ich würde aber gerne wissen, auf welcher Höhe ich bin. Ich finde hier irgendwie nur Eis und Kohle. Los. Wieso habe ich die Axt jetzt wieder aufgenommen? Die habe ich doch gerade weggeschmissen. Jawohl, eine Schlucht. Nö, die etwas andere Höhle. Erstmal ein bisschen ausleuchten hier. Erstmal Fackeln leer haben. Ich bin Mario. Ich muss unbedingt auch noch meinen gehen, weil ich habe absolut noch nichts. Ich habe, glaube ich, 3 Eisen oder so. Irgendwie war der Dorfbewohner-Zombie gerade ziemlich schnell. Und mein Inventar ist eh schon voll. Alter, wie mich das abfuckt. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt von dem Modpack. Was ist mein Inventar denn so schnell voll? Meins ist voll leer. Voll leer? Ja, da ist einfach nichts drin. So, wir werfen jetzt weg. Das. Heute auf der Arbeit, ja. Ich habe jetzt einen Spitznamen, ja. Okay. Du kennst mich ja, ich habe ja immer so ein Dauergrinsen irgendwie, ja. 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 Und dann heute kam ich eben so grinsend, kam ich da eben schon so um die Ecke, ja, und die ganze Leute, die da in der Firma arbeiten, stunden da eben so rum. Und dann der Chef sagte nur so, boah, guck mal, der grinst immer, ja. Und dann sagte so der eine so, ja, entweder er hat das Grinsen ist dem angefroren oder so, ja? Oder du bist stoned. Oder der kommt immer morgens bei uns hier, oder? Der ist, geht morgens immer zu unseren, da ist so, ja, Verdüngungsmittel und so, weißt du, so richtig Chemikalien und zieht mal richtig mit der Nase dran. Ja, dann wollten die dir beichten schon beibringen, dass du aussiehst, als wärst du doch was stoned. Ja. Ja, sieht immer so aus, ob ich voll Stone wäre. Ja, wenn du dich auch so fühlst, ist das doch voll billig und gut für dich. Ja. Stell dir mal vor, du bist angeboren, dauerst, weil deine Mutter ständig irgendwie so. Du, ja, aber so. Wenn du doch nichts anderes kennst, dann ist das für dich ja auch gar kein High sein. Das ist ja normal für dich. Nein, weil. Weißt du? Und dann so hält die Polizei dich, hält die dich so an und sagt dann so, ja, sie sehen sehr high aus und so, und dann prüfen die dich so. Und dann finden die hier nichts, oder was geiler ist, die finden immer was, ja, und du musst jedes Mal irgendwie bezahlen oder so. Weil du darfst erst gar keinen Führerschein machen. Ja, genau. Du kriegst einen Behindertenausweis. Ist ja eine Behinderung sozusagen. Weil die finden was, weil du irgendwie so viel Gras in dir hast wegen deiner Geburt, ja, weil deine Mutter ganze Zeit irgendwie übelsten Scheiß geraucht hat und so. dass du das nie wieder, da einfach so eine Reserve hast, weißt du? Der Körper repliziert das einfach. Your channel. Hallo? Wir sind gerade in der Aufnahme. Okay. Ja. Boah, du bist tierisch leise. Oh, Alter, ich habe jetzt über 4 Decks von diesem Scheiß rum. Gut, kannst du mir gleich was abgeben für das Essen, was ich dir gebracht habe. Ja. Ohne Witz, ich finde hier nur du Eisen. Muss ja was zu dir laufen, ne? Und 15 Redstone habe ich jetzt. Ich bring dir gleich mal was rüber. Ich weiß jetzt meine Axt schon wieder. Wetten, wenn ich jetzt wieder aus meinem Haus rausgehe, ja? Sind die Bäume alle schon wieder da. Ist doch geil. Nee, kannst grad nicht pennen gehen, wo? Nee, ich bin in der Höhle und hab kein Bett dabei und auch keine Wolle und kein Holz. Was eigentlich ziemlich doof ist. Oh, fuck, Alter, ich muss so. Eigentlich ist das jetzt voll der schlechte Zeitpunkt, um aufzunehmen, ey. Weißt du warum? Weil ich einfach sowas von mega pissen muss und mir arschkalt ist, weil ich immer noch nicht angezogen bin.
Okay, ich habe Gold gefunden, aber ich komme noch nicht dran. Hier ist Eisen. Jetzt muss ich die ganze Scheiße hier weggraben, Alter. Wir sind auf der 17er Höhe, das heißt, wir könnten gleich auch schon Dias finden, wenn wir Glück haben. Irgendwie ist ja die neue Erde irgendwie ja cool, aber auch richtig scheiße. Und die weggraben. Kann man, aber man kann ja nichts drauf anpflanzen, oder? Nee, nee. Ich glaube nicht, obwohl. Ich glaube, wenn du die mit der Hobe arbeitest, dann wird das wieder zu normaler Erde. Keine Ahnung, ich krabbe jetzt einfach ab. Versuch's mal, du hast doch bestimmt irgendwo eine Hobe. Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, ne, die müsste ich neu bauen. Ich habe die ja, verloren. Sagen wir mal so. Boah, ich bin gerade mal einer und probier's aus. Ich brauche hier eher eine. Aber wusstest du, na, also, na klar kann man ja wegen letztes Mal anpflanzen ohne. Ja, aber ich dachte, das hätten wir endlich mal rausgefixt. Was denn? Kannst du auch. Bei den meisten Modpacks ist das so. Ja, aber normalerweise verdirrt die Erde dann kaputt. Das wächst langsamer. Sehr viel langsamer, ja. Ja, sehr viel langsamer. Alter, ich habe 37 Setzlinge von dem Baum. Alle irgendwo hinsetzen. Ohne Witz, ich könnte meinen ganzen Berg damit zukleistern. Ich würde ja mal interessieren, ob es auch irgendeinen Weg gibt, die Dorfbewohner dazu zu bringen, die Bäume quasi neu zu setzen. Oh, keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, Quatsch. Und dann so eine eigene, so eine Baumfarm oder sowas. Produziert Holz einfach so. Okay. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte, ach so, ja, ich wollte ja so ein Ding bauen, ne? Eine Hoe. So eine Hoe. Wo ging die? Dann probieren wir das doch jetzt mal. Und normalerweise müsste, wenn du die Erde dann wieder flach machst, müsste das eigentlich normale Erde geworden sein. Zumindest war es in irgendeinem Snapshot noch so, dass das quasi so funktioniert hat, aus der getrockneten Erde da. Ja, ich probiere das jetzt aus. Das auswählen, so, und die Hau auswählen. Tatsächlich, du musst da draufklicken, dann wird die zum normaler Erde und dann kannst du nochmal draufklicken, dann wird die... Aha, ich wusste es doch. So, und es wird schon wieder Zeit, um Tschüss zu sagen. Ja. Also schätze ich mal, dass der Player in der nächsten Folge wieder mit dabei ist. Bis Tschüss. Lauerrott.